So, hallo Leute, wie geht's euch? Ja, hier ist der Schaltplan. Habt ihr gerade gesehen, geht ziemlich gut. Ja, ein bisschen lauter schnipsen. Auf jeden Fall funktioniert ganz gut, ne? Ja, hier ist der Schaltplan. Kurz gucken, ja. Könnt ihr Pause machen, gucken. Ja, stimmt hier nochmal. Die Dioden hier habe ich jetzt nicht eingezeichnet, sind ganz normal 407er, also 4007. Also zeige ich euch mal kurz. 407er, also 4007 meine ich. In 4007 oder so. Ja, ganz normale kleine Dioden hier, da sind die zwei hier. Eine da. Mit den Strich habe ich die jetzt nach da. Also in die Richtung. So. Dann sind das hier ganz normale Transistoren, NPN. BC548. Korrekte Base Emitter. Das sind dann hier, also hier. Hier könnt ihr entweder den Typ 41C verwenden, also NPN, oder Typ 42C PNP. Müsst ihr nur hier statt hier Minus rein, hier kommt dann Plus, also der kommt dann auf die Seite. Also bei Emitter kommt einfach Plus rein statt Minus, also den dahin und dann habt ihr dann hier Ausgang Plus und hier ist dann Minus. Und jetzt habt ihr hier Plus, hier Minus. Also einfach umdrehen einmal, ne? Sozusagen. So, hier haben wir 100k Kiloohm. Sieht jetzt ein bisschen doof aus, weil ich das hier vergessen habe einzuzeichnen und die direkt durchgezogen habe. Aber ist ein normaler Widerstand. 100k und hier auch 100k, beide gleich. Ich habe das mal auf dem anderen Schaltplan gesehen. Da war das. Hier stand 22 und hier 10. Bei mir ging das nicht, weiß ich nicht wieso. Oder es ging, aber die Lampe hat dann trotz, also auch wenn das aus war, hat die immer noch geleuchtet. Deswegen, ja, hatte ich die mal auf 22K geändert. Dann ging das, aber war auch nicht perfekt. Und dann habe ich die auf 100 geändert. Auf 100 geht das super. Zieht dann auch im Leerlauf also kaum Strom. Ich glaube 7 mA oder so. Und ja, hier ist dann der Schaltplan. Könnt ihr dann sehen, baut am besten, also wenn ihr das zusammenbaut, wenn ihr das auf so ein Teil zusammenbaut zum Testen, so ein Schaltbrett, dann am besten immer von einer Seite zur anderen anfangen. Also ich habe das am Anfang immer so quer durcheinander gebaut, immer die Transistoren rein, erstmal dann die rein, die, dann kommt man da voll durcheinander. Ich habe das, jetzt mache ich das immer so, ist besser. Also ich habe das immer so gemacht, also erst den rein, dann Widerstand, dann Kondensator, Widerstand. Transistor, Widerstand, anderen Transistor, Widerstand, die beiden. Dann habe ich erst die verbunden, Transistoren rein, dann die beiden da rein und dann bleibt nur noch die hier und dann ist man schon fertig. Also eigentlich 5 Minuten oder 10 Minuten Arbeit. Hier habe ich ja schon angezeichnet hier, Emitter, Base, Kollektor. Hier bei den anderen ist alles gleich, Emitter, Base, Kollektor. Hier auch, hier ist Emitter. Ne, hier ist Base, Emitter, Kollektor. Und hier dann, der ist jetzt andersrum, also hier ist wieder Emitter, hier Basis, hier Kollektor. Könnt ihr hier einfach abgucken. Oder hier. Habt ihr den nochmal so gezeichnet, also wie der in echt dann aussieht. Also so ein Ding hier. Ja. Ja, macht der Tee nicht scharf. Ist einfach, ist ein BC548. Steht da, müsste drauf stehen. Und das sind dann Tipp 42, Tipp 41. Jo. Hier ist Plus, ich habe da irgendwie. Ah ja. Genau, hier könnt ihr. Also, das ist ein normaler 1 Mikrofarad. Kondensator und das sind auch ein Mikrofarad, diese beiden.
Das sind die hier. Die zwei sind ein. Und das auch ein Mikrofad. So, was haben wir noch hier? Ja, sind alles 1K hier, diese. Die 6. Der. Und hier nochmal 1K Widerstand für den Transistor. Sonst schaltet er nicht richtig durch, wenn er zu viel Strom auf die Basis kommt. Ja. Auf jeden Fall 1K dazwischen packen. Zwischen Basis und hier den Kollektor. So, und hier ist dann der Ausgang. Hier könnt ihr dann auch, ja, die Transistoren haben irgendwie 6 Ampere oder so. Dann könnt ihr hier locker eine 2 Watt Lampe oder so dran packen. Aber nicht an so ein Steckbrett, weil ja, hier sind einfach die ganzen Kabel zu dünn oder so. Wenn ihr das auf einer Platine mit schönen dicken Drähten macht, dann könnt ihr da auch eine gute Lampe dran bauen. Könntet auch statt hier den Transistor einfach so ein Relais-Teil dran bauen. Gibt einfach Google ein, so einen Klatschschalter. Und dann gibt es da auch ein paar Pläne, wie man dann da ein Relais dran baut. Ich habe da ein paar Teile aus Google ausprobiert irgendwie. Die meisten sind einfach nur zum Klatschen, dann geht das Ding an. Oder das blinkt einfach nur. Dann ist nur hier diese zwei hier da vorne. Das ist nur der Verstärker für den Mikrofon eigentlich. Und hier dann diese Kippschaltung hier. Diese Flip-Flop-Schaltung da. Ist dann dazu da, damit er auch dann anbleibt. Damit er anbleibt und damit er auch ausgeht beim zweiten Klatschen, ne? Oder jetzt schnipsen. Ja, geht nicht. Ja, weil dann zwei Geräusche kommen. Auch. Ah, jetzt hat er bestimmt hier so einen Wackelkontakt. Ja, geht. So, jo. Okay, das war's dann schon erstmal, ne? Die Schaltung habt ihr hier. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach unten in die Kommis. Und dann werde ich so schnell wie möglich beantworten. So, ich zeige euch nochmal, wie viel das Ding im Leerlauf zieht. So, hab jetzt den Dings hier angeschlossen. Also wie man sehen kann, zack, zack. Zieht, ist jetzt auf 200 mA, zieht jetzt 6,8 Ampere, also wenn der aus ist. Ja, jetzt angegangen. Also im Leerlauf, also wenn die Lampe aus ist, zieht er 6 mA, also knapp 7 mA. Und wenn an ist, dann zieht die Lampe jetzt 170, knapp 170 mA. Ja. Funktioniert wirklich gut. Ja, mit Schnipsen geht das jetzt nicht so gut, muss man schon klatschen, ne? Zack. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachbauen. Und ja. Bis zum nächsten Video. Ciao.